Ja, hallöchen und willkommen zu einem neuen Projekt. Und das bezieht sich auf Schmackis erste SMBX-Episode, die da heißt Mario and the Force of Darkness. Wieso steht jetzt hier Mario Lost in Dimensions? Müsste da nicht eigentlich stehen Mario and the Force of Darkness 2? Das irritiert mich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, Lost in Dimensions, das soll der Untertitel sein von dem zweiten Teil. Also ich werde beide Teile jetzt direkt hintereinander spielen. Also erst einmal Mario and the Force of Darkness und dann den zweiten. Aber wieso steht hier Lost in Dimensions? Im Worlds-Ordner steht Mario and the Force of Darkness 2. Das irritiert mich jetzt hier so ein bisschen. Also Schmacki, du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum das hier anders heißt. Übrigens, den lieben Schmacki-LP, den werde ich, also dessen Kanal werde ich natürlich verlinken in der Videobeschreibung und dann könnt ihr gerne draufklicken. Der macht nämlich auch schöne Videos, also er ist jetzt wieder dabei, neue Videos zu machen, also jetzt wirklich auch Let's Play-Videos. Ansonsten könnt ihr bei ihm streamen, also die Streams anschauen, die er auf Twitch macht, die lädt er nämlich auch auf YouTube hoch. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Ich habe auch länger nicht mehr SMBX gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich SMBX gespielt habe, war, als ich Purple White Deluxe gespielt habe. Eine SMBX-Episode von Prinzier Inc. Und ja, wollen wir mal gucken, was hier der Schmacki uns hier erstellt hat. Okay, das ist die erste Aufnahme, die ich jetzt hier mit OBS mache. Alle zukünftigen Projekte werden auch über OBS ablaufen, außer jetzt aktuell, was ja auch noch gerade noch läuft, Pokémon Spirit. Könnte ich jetzt zwar auch über OBS machen, aber ich finde, ja, das ist irgendwie ein bisschen blöde, wenn ich jetzt das bisherige mit einer anderen Aufnahmemethode aufgenommen habe und dann plötzlich jetzt in wieder andere Aufnahmemethode kommt. Das bin ich nicht so der Freund von. Also innerhalb von Projekten dann die Aufnahmemethode zu ändern. Es sei denn, es wäre notwendig, aber in dem Fall ist das nicht. Somit ist Pokémon Spirit das letzte Spiel, das ich über eine andere Aufnahmemethode als über OBS aufnehme. Weil es in der Zeit anfing, als ich noch die andere Aufnahmemethode verwendete. So, dann wollen wir starten hier. One-Player-Game. Ich habe hier Start gedrückt, aber gut. Start ist wohl eher zurück. Ja? Das heißt, okay. Ja, hier. Und dann wollen wir loslegen hier. Und ich höre die Musik recht leise. Jetzt habe ich den Sound so weit runtergedreht, dass das jetzt nicht so laut ist, aber gut, müssen wir jetzt für den ersten Part eben so damit leben, dass das extrem leise ist dann. Gut, ich werde auch den ersten Part auch nicht so lange machen, weil es eher auch so ein Test für mich ist, wie das jetzt so abläuft mit OBS, ob ich das einfach so hochladen kann, ob das dann auch auf HD ist und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die ich jetzt erstmal auch herausfinden muss. Deswegen ist diese Aufnahme auch nicht so lang. Ich werde auch nicht so viel schaffen dann in diesem ersten Part hier. So, wir sind hier im Marios Haus und im Königreich herrscht gewaltiger Ärger. Die Powersterne wurden entwendet. Da müssen N hin. Entwendet und wie aus dem Nichts tauchten finstere Eroberer aus der Dunkelheit auf. Zu allem Überfluss wurden die Yoshis und auch Marios Freunde entführt. Okay. Um die Charakter wird nur mit einem C geschrieben, nämlich am Anfang des Wortes. Also der Charakter, also nach dem A, also nach dem zweiten A, Charakter, da kommt kein C hin. Wechseln zu können. Musst du sie dir erst erkämpfen durch sogenannte Wechselstationen. Du wirst sie brauchen, wenn du wirklich alle Sterne haben willst. Du kannst es versuchen, musst du aber nicht zwingend. Die Sternentore sind so berechnet, dass du nicht zwingend alle Sterne brauchst. Erst für die Special World brauchst du alle Sterne. Punkt. Tut mir leid, dass ich hier
so einige Sachen verbessere. Das mache ich immer. Wenn ich denn da irgendwelche Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler sehe, dann spreche ich es an, um, das ist auch ein gutes Feedback für den Ersteller dann, ne? Um eben, ja, das dementsprechend dann ändern zu können, um seine eigene Episode dann zu verbessern. Episoden nennen sich übrigens die SMBX-Spiele hier. So, achso, hier kann man auf den Schildern draufstehen, okay. Übrigens spiele ich jetzt eine ganz andere Version, als man das so kennt. Also zum Beispiel jetzt bei Purple of White, da habe ich ja die 1.3, glaube ich. Und das ist jetzt 1.4. 1.4-Version. So, kann ich hier in die Röhre hineingehen? Warp. Funktioniert aber nicht. Oder ist der Stern damit gemeint? Sterntor zur Bonuswelt. Wow, das sind aber viele Sterne da oben. Diese Tür führt in die Bonuswelt. Um sie betreten zu können, musst du wirklich alle 160 Sterne im Spiel finden. Punkt. What the heck? So 160 gibt's hier? Hä? Aber hier steht, um hier durchzukommen, brauchst du 155 Sterne. Wieso steht da 160 Sterne? Wenn du noch nicht genug Sterne hast, musst du dich hier leider sterben lassen. Was? Aber das ist ja, denke ich, mal nicht so wirklich das Problem. Natürlich ist es ein Problem hier. Wie soll ich mich denn hier sterben lassen? Heck? Wieso? Ich musste mich doch gar nicht sterben lassen. Ich brauchte hier nur einfach weiter durchgehen. Okay. was sagt das hier aus? Wir müssen auch wieder irgendwie Sterne werden, die benötigt werden. Was steht hier auf dem Schild? Wenn du noch nicht genug Sterne hast, musst du dich leider sterben lassen. Aber das ist, denke ich mal, nicht so wirklich das Problem. Wieso sterben lassen? Ich verstehe es nicht. Hier brauche ich 15 Sterne, um weiterzukommen. Okay. Ja, also 160 Sterne oder 155, wie es da an der Tür steht, das ist ja nun gerade mal kein Pappenstiel. Also, ja, gut. Ja, dann wollen wir mal... Ich wollte irgendwas noch sagen hier. Hier steht Sterntor zur Bonuswelt. Ich hole mir nochmal kurz eine Blume für das Item da oben. Hier steht aber ganz unten Special World. Ist mit Special World die Bonuswelt gemeint? So, jetzt gehen wir mal ins erste Level hier, Hügelland. Ah, hier ist auch gleich ein Toad, der uns was sagt. Oh, hi, das hier ist das Blockland. Hä? Eben stand da Hügelland. Wieso sagt er jetzt hier Blockland? In jedem dieser Gebiete wirst du 7 Powersterne finden, die du sammeln musst, um die Türen zu den großen Eroberern dieser Länder zu öffnen. Ah, okay, das ist ein interessantes Prinzip. Die Sterne sind... Achso, 7 Sterne, so wie in Super Mario 64, wa? die Sterne sind in großen Welten versteckt. Manche sind leicht, andere schwer. Schwer wird hier klein geschrieben, weil es ein Adjektiv ist. Wenn du alle Sterne findest, gelangst du an einen ganz besonderen Ort, meinst du? Du brauchst aber nicht unbedingt alle Sterne. Die Sterntor-Level verraten wir. Ach so. Hä? Meinst du jetzt, warte mal, die Sterntor-Level verraten wir. Wie viele Sterne du für den jeweiligen Pfad brauchst. Meinst du ja wahrscheinlich dir, ne? Verraten dir, wie viele Sterne du brauchst. Viel Erfolg. Ausrufungszeichen. Okay, ja, dann wollen wir mal hier ein bisschen Action haben, hier auch noch in diesem Part hier. Also ein Level will ich auf jeden Fall gespielt haben. Das heißt also, ich kann jetzt in jedem Level hier 7 Sterne finden. Okay. Ja. Okay, dann, das heißt, ich muss also die Welten hier ganz gut untersuchen. Okay, da komme ich nicht, kann ich nicht durchspringen. Muss irgendwie von oben mich da runterfallen lassen, schätze ich jetzt mal. So, jetzt ist die Frage, kann ich bei diesem Wasserfall schwimmen? Vielleicht verrät mir das Schild das. Ürber? Was, Ürber? Über dir, meinst du? Über dir ist die Stachelinsel. Kannst
ruhig testen, ob du sie jetzt Shin betreten kannst. Jetzt schon betreten kannst. Um den Stern zu holen. Ich würde dir aber den Tipp geben, erst später wieder zu kommen. Ja, dann mache ich das auch. Vielleicht findest du ja etwas, mit dem du hierher zurückkommen kannst. Das will ich aber kurz mal austesten. Ist es Hintergrundstuff oder kann ich hier schwimmen? Es ist Hintergrundstuff, okay. Frage ist, ob ich jetzt auch einen Stern bekomme, wenn ich alle Yoshi-Coins einsammle. Aber hier habe ich noch keinen Weg nach weiter. Ach so, doch, ich sehe die Plattform da. Okay. Ja, dann wollen wir hier erstmal weiter. Also, ich weiß nicht, Yoshi-Coins. Oh Gott, das ist. Oh! So. Oh. Weg mit dem Vieh. Hä? Wieso ist hier jetzt so ein Schlüssel? Eine Schlüsselbarriere? Ich komme doch bestimmt. Ah, nee, ich komme nicht da rein. Okay, ja, dann gucken wir uns mal hier um, hier drinnen. Ich höre jetzt auch keine Hintergrundmusik. Ist das so gewollt oder ist das, weil ich die zu leise eingestellt habe? Ah, bababababab. Hä? Der war doch eben nur noch ein Gegner. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Version rutscht der weitaus mehr. So, hier sind Eeries. Oh nein, Rausch. Oh. Ein Rauschsprung. Wow. Oh, das ist mies. Aber den ersten Stern bekommen. Und natürlich hole ich mir jetzt das Item wieder, was ich eben verloren habe. Alles klar. Mal gucken, was sagt die Zeit? Ja, da haben wir natürlich noch Zeit für das zweite Level. Wobei, ich muss hier noch weitere Sterne sammeln. Aber ich will erstmal mich angucken, ja, mir angucken, was jetzt hier im Strandland zu entdecken gibt. So. Ja. Hast du keine. Ah! Keine progressiven Power-Ups hier eingebracht, weil immer nur ein Pilz bisher da rauskam, aus den Fragezeichenblöcken. Oh, jetzt muss ich hier wahrscheinlich den P-Switch aktivieren. Und das ist wahrscheinlich die Reset-Tür da, ne? Ah, dumm, dass er da, ja, ich muss mich wieder an die Mechaniken hier gewöhnen. Reset-Tür damit. Hä? Ich kann da gar nicht reingehen. Was ist eine Ausgangstür hier? Das heißt, ich habe immer nur einmalig die Möglichkeit, den P-Switch zu betätigen. Okay, das ist ein Power-Up, was ich jetzt hier noch nicht kenne. Ach so, wenn ich jetzt hier. Ah, okay. Oh. Ah, shit. Oh. Ja, sehr schön. Und ich habe das Power-Up hier auch behalten. Das ist auch ganz gut. Okay. Hä? Ich habe doch einen Stern eingesammelt. Hier steht auch jetzt 2 Sterne, aber das Level ist nicht beendet. Hm. Okay, das sieht interessant aus hier. Das sieht so aus wie so eine Ruine hier. Ah ja, okay. Muss ich ja wahrscheinlich auch hier so wie wieder machen. Und wie. Und ja, es macht Spaß hier mit dem Item hier. Wie. Moment, hier möchte ich lieber vorsichtig landen. Okay, geht's hier noch weiter? Ja. Ah, eine Sternmünze da oben. Oh, der rutscht aber. Habt ihr es gesehen, wie der bitte rutscht? Muss ich hier.
Ja, das ist, kann ich doch nicht wissen, dass das hier jetzt kein... Das ist jetzt hier... Ja, dass man da jetzt in den Abgrund kommt, das kann ich doch nicht wissen. Woher soll ich das wissen? Er rutscht... Der rutscht wirklich extrem. Das gefällt mir nur nicht an der Version hier, dass er so extrem rutscht. So, jetzt kann ich hier das mit dem P-Switch nochmal ausprobieren. Okay, da hättest du feste Blöcke hinmachen sollen. Ja, das war jetzt nicht so gut, dass ich da gestorben bin. Genau auch hier auf dieser Seite. Wenn ich jetzt hier nach links schwimme, oder auch da nach rechts, das hättest du, also hier an dieser Stelle hier unten, mit einem festen Blockabschluss versehen sollen, weil sonst schwimmt man da durch. Und das ist nicht so, ja, nicht so prickelnd. Ja, dann wollen wir hier nochmal... So, diesmal hoffe ich ja, dass ich... Dass er mal... Oh, der rutscht extrem, das... Da muss ich mich extra... Da muss ich mich auch wirklich dran gewöhnen hier irgendwie, an diese Mechanik. Also der hat irgendwie eine andere Mechanik als in der alten Version. Er steuert auch ein bisschen irgendwie anders, irgendwie, ja. Läuft immer so ein bisschen weiter auch noch. Oh, nee. Okay. Hä? Oh. Wow. Oh, nee, nicht schon wieder sowas. Ja, da an der Stelle hätte ich nichts machen können. Ja gut, das reicht auch, denke ich mal, für den ersten Part. Ich habe ja extra gesagt, dass ich den etwas kürzer machen möchte. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Am besten hier mal speichern. Ich weiß jetzt nicht. So, ich hoffe, das wird so angenommen. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Bis dann, tschüss.